Zum Glück ist Freitag. Ein ganz normaler Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Ja, diese Woche hat man noch mal alles gegeben mit Leitartikel, Fake News und Mobilisierungsaufrufen, weil wir haben ja am Wochenende ein Abstimmungswochenende vor uns. Wir schauen es mal an. In unserer Runde sind die Meinungen gemacht. Stichwort Atomausstieg, SVP-Mann Christoph Mörgeli. Wie sind Sie positioniert? Ja, schauen Sie, Fräulein Fetsch, lieber als Atomstrom will ich Kohlenstrom. Im Gegensatz zu der Strahlung sieht man dann wenigstens, was man stirbt. Und was ich da den Grünen sagen kann, am meisten Strom spart die Schweiz, wenn man den gefährlichen Flüchtlingsstrom abstellt. Verstehen Sie? Den Flüchtlingsstrom wollen wir abstellen, nicht anders. Bastien Giraud, die Grünen sind angesprochen. Das ist für Sie ein wichtiges Wochenende. Ja, schalten wir die Atommäler doch endlich ab. Wer braucht denn heute noch Strom? Außer vielleicht für ein Laptop, das Handy, das Tablet, das Smartwatch, für das E-Bike, für einen Tesla und vielleicht noch für einen Zug auf Bern. Aber sonst geht es gut ohne. Okay, also in dem Fall wären Alternativen gesucht. Stefan Eichel, haben Sie eine? Ja, Solarunterhose. Meine Slips sind aus Solarblättchen gelismet. So kann ich den ganzen Tag halbnackt toujour auf einer Wiese rumrennen und voilà, Strom gewinnen. Den Strom speise ich dann in eine Kopftaschenlampe, die mir, wenn ich will, Licht schenkt. C'est la vie. Eine andere Vorlage am Wochenende. Schutz der Ehe. Konservative Kreise wollen ja, dass nur Männer und Frauen dürfen eine Ehe führen, also nichts mit gleichgeschlechtlichen Ehen. Ja, schauen Sie, die Ehe muss man schützen. Punkt. Am besten in einem guten Zoo, wo man staunen kann. Schau, mein Sohn, das dort sind die Verheirateten. Gang ja nicht zu nahe an Käfig, sonst wirst du noch heterosexuell. Verstehen Sie? So stelle ich mich. Bastien Giraud, die Grünen, die sind ja eher für moderne Formen von der Ehe, oder? Ja, also unbedingt. Die Ehe muss man unbedingt schützen. Sonst ist sie schon gleich so selten wie die grünen Wähler. Wir würden die Ehe darum gerne noch erweitern, sodass jeder beispielsweise auch einen Biber oder einen Kästenbaum kann heiraten kann. Gibt es noch andere Ehewünsche aus der Runde? Oh, mein Lieblings-VIP. Hau sie Leute nicht. Ja, ich will meinen Golfschläger. Ich will meinen Golfschläger heiraten. Diese 7 ist das. Und dann kann ich ihn im Spital besuchen, wenn ich ihm bei einem Abschlag mal etwas abbricht. Wenn man etwas abschlägt, zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.